Gut, also, das ist der Vortrag von mir zu der kinematischen Elementmethode. Wie kann ich diese Methode für geotechnische Nachweise verwenden? Es ist gegliedert, ich erkläre erstmal ein paar allgemeine Dinge zur Methode, dann schauen wir uns an, wie funktioniert dieses mechanische Modell. Ich gehe dann ein, wie man so Bruchmechanismen modelliert, das ist eigentlich für uns Anwender das Wichtigste. Und wie wir diese Elementierung sinnvollerweise ansetzen, dass es klappt. Dann gehe ich kurz darauf ein, wie wir den Mechanismus optimieren, sodass wir praxisgerecht und zügig eine Lösung erhalten. Und schließlich gehe ich in eine Reihe von Anwendungsbeispielen darauf ein, wie man sinnvoll und, sagen wir mal so, vom Zeitaufwand her wirtschaftlich eine sinnvolle Lösung erhält. Die CAM ist nichts anderes als ein ganz normales allgemeines Bruchkörperverfahren. Die DIN 4084, auch in der neuesten Version, bezieht sich oft darauf, dass eben solche Grenzzustände in der Geotechnik für Geländesicherheit oder auch für Grundbruch in der Regel mit solchen Mehrbruchkörperverfahren geschehen sollte. Der Gleitpreisnachweis wird immer mehr angezweifelt. Und weil man eben hier die Möglichkeit hat, diesen ganzen Bereich frei zu modellieren. Das ist der erste wichtige Punkt. Wir haben also freie Beschreibung des kompletten Mechanismus mit beliebigen Körpern, aber starren Körpern. In dieser Bruchfläche herrscht diese einfache Grenzbedingung, die wir kennen und die in der Geotechnik einfach Grundlage ist für Erddruck und für Standsicherheitsberechnungen. Ja, und dann muss man nach dem Prinzip der virtuellen Verrückungen ein Gleichgewicht finden und dieses Gleichgewicht, diese Arbeitsleistung des Mechanismus in diesem Mechanismus muss minimiert werden. Das heißt also, wir müssen dazu die Geometrie dieses Mechanismus einfach optimieren. Und das ist eine Sache, die kann man teilweise automatisch machen, teilweise manuell. Ich zeige Ihnen dann, wie man das sinnvoll gestaltet. Auf was für Situationen können wir diese Methode anwenden? Generell alle Dinge, die man im Grenzzustand nachweist, also kein Gebrauchszustandsnachweis im Hinblick auf Verformungen, sondern im Hinblick auf Grenzzustände, das heißt also Standsicherheiten, beispielsweise eines Baugrubenverbaus oder einer Böschung. Dann lassen sich auch Erddruckkräfte und auch Verläufe ausrechnen und ich kann Grundbruch modellieren. Ja, der Übergang von Grundbruch zu Geländebruch ist ja schwimmend. Und insofern ist es im Grunde die gleiche Methode, aber auch augenscheinlich unterschiedliche Aufgabenstellungen. Was haben wir für Eingangsgrößen? Günstigerweise nur Scherparameter, Pi, also innere Reibung und Kohäsion. Das ist sehr günstiger Umstand, wir brauchen keine Aussagen über Elastizität, Dilatationswinkel und Konsorten. Als Ergebnisse erhalten wir Kräfte an den Rändern der Elemente, eine Standsicherheit, und zwar Standsicherheit nach Fellinius, das heißt also wir gewinnen die Standsicherheit durch Reduktion der Scherwerte, Phi und C. Und Phi und C, dann erhalten wir die Geometrie des Mechanismus und Verschiebungsraten. Was wir nicht berechnen, sind tatsächliche Verschiebungen oder Erddruckverläufe. Diese Verläufe muss man rückwirkend gewinnen durch Ableitung, Bildung der Ableitung von diskreten Werten an Stellen Z entlang der Wand beispielsweise, um das damit entsprechend zu verschmieren. Das mechanische Modell sieht wie folgt aus. Wir beschreiben einfach die Geometrie, das sind ganz normaler, regulärer Polygon kann so ein Element sein, kann beliebige elementiert werden. Die Lage der Kante ist einfach durch die Geometrie bestimmt. Relativ einfache Situation. Es gibt bei so gekoppelten Mechanismen, die es ja in der Regel sind, außer bei einer einfachen Erddruckfigur, dann Kanten zwischen Elementen, dann solche Kanten mit, an denen wir eine Verschiebung definieren, eine virtuelle Verschiebung, das wäre hier oben der Verschiebungsrand. Dann gibt es Kanten, die sind starr, starrer Umgebung hin, das ist der untere Bereich hier. Und dann gibt es Kanten, an denen ist keine Verträglichkeit definiert. Das
wäre hier beispielsweise links an der Wand und in dem linken Element die Kante O. Aus dieser Situation lässt sich eine Matrix formulieren für diese Kinematik. Und das ist ein ganz normales lineares Gleichungssystem, das können wir lösen, um daraus Verschiebungen zu berechnen. Das ist der erste Schritt. Wie schaut es im Klartext aus? Ich starte mal dieses Programm. Ich werde einen Test machen, um zu sehen, was Sie sehen. Entschuldigen Sie bitte. Eine Vorstellung davon habe ich. Gut aus. Ja, das ist sozusagen ein Geländesprung. Und in diesem Geländesprung kann man jetzt Elemente reingenerieren. Und zwar, indem wir ein Berandungspolygon definieren. Beispielsweise so. Und dieses Berandungspolygon muss dann sukzessive in Elemente unterteilt werden, in einer Geometrie, von der wir zunächst ausgehen. Ich unterteile also diese obere Kante in zwei. Und dann unterteile ich dieses eine Element, das im Augenblick vorhanden ist, in zwei, indem ich das Element an zwei Kanten unterteile. Jetzt diese Randbedingungen werden in der Regel halbautomatisch definiert. Ich müsste jetzt jede Kante kontrollieren, ob die geometrische Randbedingung korrekt ist. Beispielsweise die Kante dort unten über einen Doppelklick aussuchen. Es gibt eben jetzt Kanten ohne Randbedingungen zwischen Elementen zu starrer Umgebung hin oder welche mit vorgegebener Bestimmung. Die Werte für die innere Reibung und die Kohäsion wird immer aus dem Schichtsystem rausgerechnet. Für den Fall, dass Sie Kanten haben, die Sie von dieser Berechnung freischalten wollen, können Sie dort unten unabhängig der Schichtung folgende Schärfestigkeiten verwenden. Also sozusagen dann eine Kante definieren, die meinetwegen eine Bruchkante darstellt und an der Sie keine Reibung haben. Die oberste Kante hier an diesem Element könnte ich jetzt verschieben. Die behafte ich jetzt mit einer Verschiebung in Z-Richtung minus zum Beispiel 0,25. Also irgendein beliebiger Wert, nicht 0. Wie groß der Wert ist, spielt keine Rolle. Er muss nur groß genug sein, um eben einen Verschiebungsmechanismus zu erzeugen. Und der sieht nun so aus. Mit gedrückter Plus- und Minus-Taste kann man sich ein Bild davon machen, wie dieser Mechanismus versagt. Ich hoffe, die Verbindung ist gut genug, dass Sie diese Körper rutschen sehen. Und in diesem Gleichgewichtszustand erhalten wir Kräfte an Kanten. Und Kräfte elementweise und die Lösung dieses Systems. Im Augenblick sehen wir, dass an der Kante oben eine Restkraft von etwa 127 kN notwendig ist, um diesen Mechanismus versagen zu lassen. Wenn wir die Sicherheit nach Fellenius ausrechnen, dann erhalten Sie jetzt einen Wert für die Standsicherheit. Und dieses 1,16 bedeutet, dass sozusagen eine Rückiteration notwendig war, um diese Kraft dort oben, die 127, gegen 0 gehen zu lassen. Und in dem Zustand, wo diese Kraft oben 0 ist, das Verhältnis der Tangens dieser inneren Reibung, gibt ein Maß für diese Sicherheit oder den Ausgleich. Für diese Dinge gibt es natürlich auch Standardfunktionen, zum Beispiel die hier. Also diese Mechanismen muss man jetzt aufwendig, wie ich jetzt gerade gemacht habe, manuell definieren, sondern die kann man jederzeit über so Standardfunktionen, wie hier zum Beispiel so eine Standard-Geländesprung-Elementierung automatisch einblenden lassen und muss das nicht immer händisch durchziehen. Okay, so sieht also grundsätzlich die Vorgehensweise aus. Ich mache weiter im Vortrag. Wir erhalten also eine Matrix für die Kinematik. So etwas könnte man auch in Excel sich programmieren zum Test. Das ist nicht weiter schwierig. Diese Matrix, erstmal Kinematik-Matrix, mal ein Verschiebungsvektor, gibt eine rechte Seite. Rechte Seite ist diese Randverschiebung, die wir definieren. Und wir erhalten also, je nachdem wie die Situation aussieht, ein quadratisches oder ein rechteckig, flaches oder länger, mehr Gleichungen als unbekannte,
je nach Situation. Diese drei Situationen habe ich mir beispielhaft hier aufgezeigt. In der oberen linken Situation hätten wir das, was ich gerade modelliert hatte, vier Gleichungen, vier Unbekannte, also vier unbekannte Kantenkräfte und vier Gleichungen, weil jeder Körper zwei Verschiebungen als Unbekannte hat und wir haben zwei Körper. Dieses Gleichungssystem ist eindeutig lösbar. Wenn wir die Kante links, die Zwischenelementkante, in zwei unterteilen, haben wir fünf Gleichungen und vier Unbekannte. Das heißt also, wir erwarten eine lineare Abhängigkeit zwischen zwei Gleichungen und wir testen, ob das Ding Residuumsteil lösbar ist. Der letzte Fall unten wären fünf Gleichungen und sechs Unbekannte. Wir haben drei Körper und wir haben durchaus mehrere Lösungen, denen wir eine verwenden dürfen, um damit weiterzukommen. Im Programm würde das etwa so aussehen. Das ist die Standardlösung. Zwei Körper, vier Unbekannte, vier Gleichungen. Eins, zwei, drei, vier Gleichungen für die vier Kanten. 2 mal 2 Unbekannte für die Verschiebungen. Wenn wir diese linke Kante in dem Element unterteilen, in der Mitte, erhalte ich plötzlich eine Statik, die eine zweielementige Lösungsfamilie beinhaltet. Und in unserem Beispiel hier im Programm wird dann nur die partikuläre Lösung verwendet, also der Vektor mit der kleinsten Länge. Und dann sehen Sie die beiden Kantenkräfte oben direkt halbiert. Das ist also eine mathematische Lösung dieses Problems. Aber eigentlich sind diese Kantenkräfte nicht gleich, sondern die unterscheiden sich natürlich mechanisch. Die Kraft unten müsste etwas größer sein als die obere. Also hier wird einfach halbiert. Die andere Situation wäre, wenn Sie da zwei Elemente, drei hätten, ich unterteile das rechte obere Element und versuche diesen Körper jetzt zu verschieben, dann sieht man plötzlich, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, diesen Mechanismus versagen zu lassen. Im Klartext könnte ich diesen Körper, der sich hier nach oben bewegt, ich hoffe, Sie sehen das, noch zusätzlich mit einer Verschiebung behaften. Das Programm meldet mir das eben aber in dieser Box, in der Sie sehen, dass die Kinematik jetzt eine zweielementige Lösungsfamilie besitzt. Also ich kann noch eine zusätzliche Randbedingung definieren, die notwendig ist, um eine eindeutige Verschiebung zu erhalten. Ich mache das mal und verschiebe auch diese Kante ein bisschen weniger als rechts davon. Und Sie erhalten so zum Beispiel die Lösung für ein Fundament, das sich meinetwegen dreht. Sie könnten damit auch einen Moment auf diesen Mechanismus aufbringen, indem Sie dort die beiden Kanten nicht gleich stark, sondern ein bisschen mehr, ein bisschen weniger virtuell verschieben und damit eine Drehung dieses fiktiven Fundamentes erhalten. Gut, also das Programm unterstützt Sie dabei für den Fall, dass Sie einen Mechanismus gebastelt haben, der an sich nicht verschiebbar oder nicht ohne Überschneidungen verschiebbar ist. Und man sieht dann an der Vielzahl, an der Größe der Überbestimmtheit oder der Unterbestimmtheit des Gleichungssystems, wie viele Randbedingungen noch definiert werden müssen oder weggenommen. Die Statik ist die transponierte Matrix der Kinematik. Jetzt haben wir zusätzlich Bedingungen für Kräfte, für Lasten. Alles, was wir an Lasten haben, also tatsächliche Verkehrslasten, aber auch Kohäsion, Wasserdruck, sind alles Lasten in dem System. Der Kraftvektor dreht um die Richtung Phi aus der normalen. Ich kann an jeder Kante einen beliebigen Faktor für Phi definieren. In GZ1C wird automatisch dieser Teilsicherheitsfreiwert angesetzt und damit erhalten wir an sich eine in sich geschlossene Lösung für Kantenkräfte. So, jetzt gehen wir zur Elementierung. Das ist das Wichtigste, was man zunächst fühlt sich ja verleitet, wie in der beliebten Elementmethode, möglichst eine Elementierung zu wählen, um ein gutes Ergebnis zu erhalten. Das Problem bei der Methode ist ja die Optimierung der Geometrie und die wird schnell sehr komplex, wenn wir sehr viele Elemente haben.
Deswegen ist es günstig, immer mit so wenig Elementen wie möglich zu starten und auch nicht mehr Elemente zu verwenden, wie immer grundsätzlich notwendig. Der Vorteil der Methode ist, dass wir im Grunde mit sehr wenigen Elementen eine korrekte, im baupraktischen Sinn korrekte und hinreichend genaue Lösung haben. Ich habe das hier am Beispiel des passiven Erddrucks skizziert, als Vergleich zu diesen Werten, die wir aus Normen kennen. Wenn wir in einem Boden, der eine Reibung hat von 40 und eine Wandreibung von 2/4, erwarten wir natürlich eine gekrümmte Gleitlinie. Bei einer geraden Gleitlinie würde ich noch einen recht massiven Fehler machen. Da erhalten wir statt diesem Referenzwert 11,74 einen Wert aus 17, das ist viel zu viel. Wenn wir zwei Elemente reinlegen, erhalten wir statt 11,74 schon 11,8. Der Fehler ist also in dem Zustand schon minimal. Wenn Sie drei Elemente reinlegen, also in dem unteren Fenster das rechte obere Bild, erhalten Sie schon eine Kraft, die ist geringer als die, die auch vorgeschlagen wurde von dieser spiralförmigen Gleitlinie, die als Minimum erachtet wird, die liefert also schon mehr als dieser dreielementige polygonale. Also ist es in jedem Fall sinnvoll, mit polygonaler Berandung zu rechnen, weil auch die Spirale natürlich nicht die geometrischen Freiheitsgrade besitzt, um dann auch Zwangsbedingungen einzuhalten. Im Programm sieht dieses Beispiel so aus. Wir haben eine gerade Gleitlinie. Die wird also irgendwo sein. Dann optimiert man diesen Mechanismus. Und es geht hier sehr schnell, weil es ein sehr einfaches Beispiel ist. Wir haben nur einen Freiheitsgrad und wir erhalten einen Wert, der ist 42% überhalb des tatsächlichen Referenz. Ja, das wäre also völlig verkehrt. Wenn wir einen zweielementigen Mechanismus haben, haben wir bereits einen Wert, der ist nur noch 1,1% überhalb des Referenzwertes und damit eigentlich die korrekte Lösung. Absolut verwendbar. Dieser Mechanismus ist auch im Grundbautaschenbuch aufgelistet. Das sind die zweielementigen Lösungsmechanismen nach Gudehus für den passiven Erddruck. Wenn wir jetzt auf drei Mechanismen gehen, auf drei Körper gehen, dann erhalten wir einen Wert, der ist schon geringer als der Referenzwert, aber auch ohne Bedeutung, nur 1% unterhalb des Referenzwertes. Das heißt, diese Verfeinerung bringt ja keine zusätzliche Information. Noch mehr, der Wert bleibt praktisch konstant. Statt 1,1 haben wir noch 1,34% unterhalb des Referenzwertes. Bringt also keine Vorteile. Ich blättere zurück. Startwert ist verkehrt. Zweielementige Lösung bringt bereits die korrekte Ergebnis. Dreielementig macht unter Umständen Sinn, wenn man das Ergebnis verifizieren will, aber auch praktisch kein Zusatzgewinn und die Elemente auch. Bringt also keine Vorteile. Ja, nun müssen wir die Geometrie optimieren. Hier kommt aber ein Zettel auf den Tisch, ich sollte näher ans Mikrofon. Frage an die Runde, hören Sie mich gut? Kann ich mal ein kurzes Feedback bekommen, ob Sie mich gut hören? Gibt es ein Handhochsymbol? Melden Sie sich, wenn der Ton zu schlecht ist, dann sagen Sie es bitte. Also bei der Optimierung jetzt haben wir links den Mechanismus, den wir optimieren, in Bezug auf die Topologie, also wie viele Elemente wollen wir. Haben wir gerade gesehen, wir starten mit so wenig Elementen wie irgendwie möglich und versuchen dann sukzessive feiner zu werden. Die Geometrie müssen wir dann entsprechend einer Zielfunktion optimieren. Bei einer Erddruckberechnung müssen wir die Restkraft minimieren, wenn wir den Widerstand rechnen, oder maximieren beim aktiven Erddruck. Wir verwenden einen und denselben Mechanismus, passiv oder aktiv.
Einmal muss ich ihn reindrücken, das andere Mal rausziehen. Also das Vorzeichen dieser Verschiebungskante entscheidet über aktiv und passiv. Bei Standsicherheitsberechnungen empfiehlt sich generell, die Standsicherheit nach Berlinius zu verwenden, also die Zielreduktion anzuwenden. Und Grundbruch ist nun das eine oder das andere. In der Regel wird man Restkraft arbeiten, um einen Vergleich zwischen aufbringbaren und der möglichen Widerstandes zu haben. Aber auch die Sicherheit nach Berlinius macht durchaus Sinn. Jetzt gibt es eine Reihe von Methoden, die Geometrie zu optimieren. Ich würde sinnvollerweise die Geometrie zunächst interaktiv anpassen. Vorteil ist, dass man intelligent suchen kann, weil wir Benutzer das sehr viel besser entscheiden können als das Programm selbst. Nachteil ist, automatisieren. Im Anschluss ist es sinnvoll, mit einem Abstiegsverfahren zu arbeiten. Das ist dort implementiert. Das ist ein Abstiegsverfahren mit Straffunktion und man hat relativ schnelle und gute Konvergenz für den Fall, dass die Aufgabe geeignet ist. Aber wir müssen immer wissen, dass wir unter Umständen kein globales Optimum bekommen. Und das ist bei der Gleichkreisberechnung aber genauso. Man muss eben ein genügend großes Fenster an Variationen abarbeiten, um sicher zu sein, dass man das entscheidende Optimum auch gefunden hat. Totale Enumeration ist nicht optimal. Es gibt diesen Algorithmus aber für die Auffindung von Erdwiderstandsfiguren, weil die Geometrie so komplex sein kann, dass man wirklich alle den gesamten Lösungsraum absaugen muss. Dauert etwas lange, das ist der Nachteil, also macht nur Sinn in komplexen Situationen und nicht im Zuge von einer Iteration von der Wandlänge, von der Baugrube, da würde das zu lange rechnen. Und dann gibt es auch noch Evolutions- oder genetische Algorithmen eingebaut, kann man mal ausprobieren, wenn man Lust hat, dauert auch relativ lange, aber ist durchaus eine Möglichkeit, globale Optima zu finden. Das ist also, wenn man mal stundenlang was anders macht, kann man das Programm rechnen lassen und versuchen, eine Lösung zu finden, die globaler Natur ist. Wie machen wir es sinnvollerweise? Erster Schritt, Gleitkreis, um die Geometrie grob abzuschätzen. Der Gleitkreis besitzt nur drei Freiheitsgrade bei der Optimierung und es lässt sich in der Regel sehr schnell eine Lösung finden. Dann organisieren wir uns eine Ausgangselementierung, die in etwa dieser Form entspricht und die optimieren wir schließlich mathematisch mit einem Abstiegsverfahren automatisiert. Ich zeige Ihnen das mal an einem Beispiel, wie das funktionieren kann. Funktionieren sollte. Sie haben eine Böschung vor sich und Sie lassen sich den Algorithmus, Sie lassen sich diesen Gleitkreis reinrechnen, funktioniert er in so einer einfachen Situation automatisch. Die Schichtlegende ausblenden, damit es nicht stört. So, also das ist die Lösung für einen maßgebenden Gleitkreis. Und dann hat man schon in etwa eine Geometrie für die ungünstigste Situation, diese Versagenslinie. Jetzt können wir versuchen, Böschungselemente reingenerieren zu lassen. Dort gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal eine kinematische Elemente analog einer Gleitkreislinie aufzuziehen. Ich zeige Ihnen das mal. Von einem Mittelpunkt aus können Sie jetzt kinematische Elemente ziehen in diese Bruchfigur. Wenn Sie die Steuerungstaste gedrückt halten, bekommen Sie während des Ziehens die Errechnung, die Ergebnisse geliefert und Sie können so schon relativ gut ein globales Optimum eingrenzen. Hier zum Beispiel habe ich Einwirkung zu Widerstände 2,1, Sicherheit ist es hier, und wird hier kleiner, größer, also irgendwo in dieser Umgebung werden wir eine Lösung halten. Und diesen Mechanismus können wir schließlich optimieren. Hier eine Lösung 0,65. Bei solchen einfachen Böschungen ist das Ergebnis des Gleitkreises und das Ergebnis der automatischen Elementierung oder dieser kinematischen Elemente immer relativ ähnlich. Es gibt auch die Möglichkeit, von einem Testpunkt aus die Elemente reinzulegen. Das sieht so aus. Wir können auch
hier mit der Steuerungstaste mitvollziehen, wie das Ergebnis sich entwickelt. Also hier Ausnutzung 0,45. Irgendwo dazwischen ist das Ergebnis. Oder aber auch eine Böschungselemente entlang der Kurve. Dort definiert man einen Startpunkt und einen Endpunkt. Und dann kann man die Geometrie dieser Linie, also die Kurve, da kann man dann sehr schön die Neigung der Zwischenelementkanten schon mal vorab so definieren, dass relativ schönes Ergebnis vorliegt. Und das Wichtigste ist jetzt bei dieser Figur, dass wir die Neigung der Kanten automatisch erhalten. Wenn wir jetzt also diese Geometrie mit einem Abstiegsverfahren optimieren, ich hoffe, Sie sehen das, dann muss das sukzessive erfolgen. Sie haben Optimierungsfenster für diese Punkte. Die muss entsprechend groß genug gewählt sein. Und dann kann man in einem Abstiegsverfahren optimieren und das Ergebnis. Jetzt ist die Figur rausoptimiert. Und Sie erkennen an der Neigung der Zwischenelementkanten auch den Kraftverlauf in diesem Bereich. Der Gleitkreis hat als Nachteil, dass Sie die Neigung der Zwischenelementkanten immer vertikal ist und der Kraftfluss horizontal ist, per Definition. Das ist sehr ungünstig, denn es entspricht überhaupt nicht der Wirklichkeit. Und dieses Eingangsergebnis erhalten wir hier automatisch nicht als Definition, sondern als Ergebnis der Berechnung. Wir bekommen also den Kraftfluss in der Böschung korrekt dargestellt und die Sicherheit ist also in jedem Fall genauer als die im Gleitkreis. Wenn wir jetzt so eine relativ einfache, sind 1, 2, 3, 4 Körper, Freiheitsgrade für die Optimierung 2 in diesem Punkt, plus 2 ist 4, plus 2 ist 6 und 1 ist 7, also wir haben 7 Freiheitsgrade für die Optimierung, sind schon mehr als doppelt so viele wie beim Gleitkreis. Jetzt kann man diese Elementierung halbieren. Indem wir die Elemente teilen. Das müssen wir auch nicht manuell machen. Und dann kann man nochmal nachoptimieren. Also ich verfeinere jetzt sukzessive diesen Mechanismus und wir versuchen die Geometrie automatisiert nachzuoptimieren. Unten sehen Sie, dass sich die Neigung der Kanten ändert. Wir müssen über die Organisation dieser Freiheitsgrade und für die Fenster, sehen Sie, dass sich nichts mehr ändert und das ist sozusagen die optimierte Lösung für diese Geometrie. Eine feinere Elementierung würde hier im Grunde keine Vorteile haben. Okay, also sukzessive Lösung ist nochmal kurz gesagt Gleitkreis. Entlang dieser Gleitkreislinie automatisiert Elemente generieren lassen und diese dann im Anschluss optimieren lassen. Die Optimierungsfunktionen sind in der rechten Leiste ganz unten einmal Maximierung der Randkraft, dann Minimum des Betrages der Randkraft, also Widerstand, das hier oben der aktiven Erddruck und ganz unten Standsicherheit nach Belieben, also die Zählung. Hier nochmal im Überblick, wir erhalten damit die Standsicherheit einer Böschung, ganz einfach, indem Sie eine Elementierung wählen, die irgendwie so aussieht, Startelementierung, und diese lassen Sie sich optimieren, indem Sie einfach ganz rechts unten wählen, Optimierung der Standsicherheit, in einem Histogramm oben links sehen Sie die Entwicklung der Zielfunktion und Sie erhalten letztlich eine sicher korrekte Lösung für Ihren Zustand. Das war die Ausgangselementierung, nicht optimiert. Und das ist das Ergebnis, schließlich optimiert. Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Elementierung so zu definieren, dass Sie vertikale Elementunterteilungen haben. Für den Fall, dass Sie eine Jan-Wu-Berechnung nachvollziehen wollen, ist nicht unbedingt ratsam, aber geht zunächst. Ich kann es auch kurz vorführen. Wenn Sie also eine Elementierung wählen, wie ich es hier vorhin gezeigt habe, dass Sie entlang einer Kurve die Elementierung wählen, dann bekommen Sie geneigte Elementkanten.
Und diese Neigung der Elementquanten können wir ausschalten, indem wir das per Definition verhindern. Und zwar, dass Sie sagen, die Kanten zwischen den Elementen sollen vertikal sein und Sie wollen zwischen den Elementen eine Reibungswinkel, einen Faktor für den Reibungswinkel gleich 0 angeben, also der Kraftfluss ist ausschließlich horizontal, so wie bei einer ganz normalen Mischung. Kommen Sie plötzlich vertikale Elementunterteilungen und entsprechend andere Ergebnisse. Wir sehen, der Kraftfluss hier ist horizontal. Wir bekommen einen Faktor von phi 0 in diesem Fall. Diese Mechanismen lassen sich leichter optimieren, weil natürlich der Freiheitsgrad jetzt nur noch vertikal ist für die Verschiebung und nicht horizontal. Bringt aber nur was, wenn Sie tatsächlich eine Jandl-Berechnung nachrechnen wollen. Ansonsten würde ich in jedem Fall vorschlagen, die Elementierung in vertikaler und in horizontaler Richtung so freizuschalten, dass Sie eine Neigung dieser Zwischenelementkanten bekommen. Aber dieses Jandl-Option lässt sich einfach nachvollziehen, indem Sie dort definieren, bitte vertikale Kanten zwischen den Elementen und einen Faktor für den Reibungswinkel gleich 0 vergeben. Ich habe die Einstellung jetzt wieder weggemacht. Der Gleitgleis und der Jandl liefern sehr ähnliche Ergebnisse. Das muss nicht immer so sein. In dem Beispiel, das Sie hier sehen, sind die Ergebnisse praktisch identisch. Und diese Neigung, die schräge Neigung der Kräfte liefert etwas weniger Sicherheit. Also Jandl und Gleitgleis sind nicht immer auf der sicheren, sondern durchaus auf der unsicheren Seite. Es lässt sich aber nicht abschätzen, ob sicher oder unsicher. Ja, das Programm unterstützt nun eine Reihe von Konstruktionselementen, Biokunststoffe, Bauteile, abschirrende Pfähle, Anker, vorgespannte, dann Nägel, Schlaft, Wand, Grundwasserspiegel, abschirrende allgemeine Bauteile und Sie haben damit im Grunde die Möglichkeit, jeden beliebigen System zu modellieren. Ob Sie eine Hangsicherung haben mit Nägeln oder Textilien oder Gemisch oder eine Fußverdübelung vornehmen. Also alle diese Objekte existieren. Wir haben unten dieses abschirrende allgemeine Bauteil, können Sie ein Fundament oder eine Zone mit erhöhter Scherfestigkeit drüberlegen und man hat damit sehr gute Möglichkeit, das sehen Sie am Bild links, jedes beliebige System abzubilden und eine Gesamtstandsicherheit zu haben. Zum Beispiel von der Baugrubenverbauung. Wir haben ja hier das Problem, dass man nicht von vornherein sagen kann, ob der Geländebruch maßgebend ist oder ob es die innere Sicherheit ist, also der Nachweis in der tiefen Gleitfuge nachzuweisen ist, um die Standsicherheit zu gewährleisten. Und die KE-Methode liefert hier eine ganzheitliche Betrachtung des Problems, indem der eigentlich tatsächliche wirksame oder maßgebliche Versagensmechanismus generiert wird. Sieht also so aus. Reingelegt gewesen, also es ist irgendwie so eine Situation. Es gibt einen Menüpunkt, der generiert automatisch 4 Elemente für die Wand. Und diesen Mechanismus gilt es jetzt zu optimieren. Das kann mathematisch funktionieren oder auch manuell. In jedem Fall ist es sinnvoll, jetzt manuell zu arbeiten. Man sieht hier wunderbar die Ausbildung der passiven Erddruckfigur, die in dem Modell gleich mitgerechnet wird, beim Nachweis nach Kranz. Ja, der Schnitt rechts von der Wand geführt und man muss immer gerade bei erhöht aktivem Erddruck versuchen, das rückzurechnen und die Ankerkräfte richtig anzusetzen. Also es macht durchaus Sinn, die Kräfte einfach als Gesamtheit anzusetzen und ich muss nicht zurückrechnen. Zum Beispiel kann ich hier auch Punkt anders hinschieben. Es ist nicht gesagt, dass dieser Punkt tatsächlich in der Mitte des Presskörpers liegt, sondern der kann ja irgendwo liegen. Und das Optimierungsverfahren liefert mir in jedem Fall das richtige Ergebnis, muss man darüber keine Gedanken machen. Also in wenigen Schritten, wie Sie hier sehen, ist das Optimum gefunden. In dem Fall sieht es tatsächlich so aus, als ob dieser Punkt in etwa in der Mitte des Tanks liegen würde, aber es ist hier mehr oder weniger Zufall. Also eine Möglichkeit, hier Minima und Optima zu finden für Standsicherheit von Baugruppenverbauten.
Was haben wir für Vorteile aus der Berechnung? Ich habe geschlossene Betrachtung, ich muss eine innere und äußere Sicherheit unterscheiden, ich kann beliebige Geometrie von Fischern abbilden, dann Bohren, Wasserdrücke und Strömung wird elementweise und im Kräftegleichgewicht korrekt erfasst und im Erdwiderstand haben wir hier eben automatisch mit dabei. Und das Letzte ist, ich habe auch die Sicherheitsdefinition, die kann ich frei wählen, denn wir dürfen auch die Restkräfte vergleichen mit den tatsächlich vorhandenen, zum Beispiel mit Ankerkräften, so wie es nach Franz ist, oder aber Sie verwenden die Standsicherheit nach Berlin. Zu dem Sinn und Unsinn der einen oder anderen Sicherheitsdefinition gehe ich dann noch an einem Beispiel genauer ein. Hier ist eine Situation, wo wir einen Grundbruchnachweis führen, in einer etwas komplexeren Situation. Beim Grundbruchnachweis haben wir ja noch immer das Problem, dass diese Spiralformeln von einer geraden Schichtung ausgehen. Und diese Schichtung wird immer irgendwo, nachdem mit einem Programm Sie arbeiten, in der Mitte des Fundaments oder so betrachtet. Und es ist durchaus ungünstig, weil dann Böschungen zum Beispiel, die kurz oder lang sind, in die Berechnung nie korrekt einbeziehen. Und es ist also wichtig, hier vorab abzuschätzen, den Fehler, den man hierbei macht, der signifikant ist. Und das kann man sich mit der KI-Methode sparen, weil sie den tatsächlichen Versagensmechanismus mit tatsächlich richtigen Schichtwerten korrekt ausgerechnet hat. Es ist also unerheblich, ob auch die Schichtwerte untereinander stark streuen. Und sie dürfen sich ja nach Berlin nur um 5 Grad oder so unterscheiden. Das ist egal. In dem Fall müssen wir die Geometrie so verändern, dass die Kraft oben minimal wird, also ich versuche den Mechanismus so zu optimieren, dass die Kraft ein Minimum wird, der wandert hier also nach oben, also das war der Ausgangsmechanismus, das ist der Endmechanismus und ich habe hier automatische Lösung für ein System, das sich nach ihm schlecht ausrechnen kann. Startmechanismus 836 Restkraft, Endmechanismus 708. Genauso könnten Sie hier Strömung automatisiert korrekt berücksichtigen. Unser KI-Programm, unser E-Stability, besitzt ja ein Strömungsmodul. Da können Sie in der Nebenberechnung Strömungswerte ausrechnen und diese Strömungskräfte und die resultierenden Potenziale automatisiert auf die Elemente als Last ansetzen. Das geschieht im Hintergrund ohne unser eigenes Zutun. Auch die Wasserspiegellinienlage wird automatisch ausgerechnet und damit haben wir Strömung mit berücksichtigt. Ja, würde hier also eine gewisse Unterschiedlichkeit mit sich bringen und wir haben nochmal eine Verringerung der S-Kraft auf hier in dem Fall 600. Also Grundbruch lässt sich auch nachweisen. Es ist dann Geschmacksfrage oder wenn man nach ihm arbeitet, nach dieser Vorstellung, dass der Ausnutzungsgrad maximale Last und Widerstand im Verhältnis sieht, dann muss man diese Kraft oben verwenden zur Sicherheit. Aber durchaus Sinn macht es auch, die Standsicherheit als Sicherheitsfaktor zu nehmen, weil das im Grunde aussagekräftig ist. Also, wir haben hier freien Geländeverlauf. Dann haben wir beliebige Schichtung, ich kann Wasser- und Strömungsdruck berücksichtigen, beliebige Linien und Streifen lassen und bin damit von diesen Zwängen, die mir 4090 vorschreibt, befreit. Dann Zwangsbedingungen. Nächster wichtige Punkt. Wir haben ja oft die Situation, in der wir eine schlechte Schichtung irgendwo unterhalb der Geländeoberkante haben und dabei ist der Gleitkreis nie in der Lage, eine so ungünstige Geometrie anzunehmen, dass er diese Schmierschicht korrekt erfasst. Ich habe hier ein Beispiel, wenn man sieht, dort versucht der Gleitkreis nur durch einen Teil dieser schlechten Schichtung des Deep-Layers durchzugehen und wir erhalten hier einen Ausnutzungsgrad von 0,73, 75% Ausnutzungsgrad. Wenn wir hingegen dieses System mit der kinematischen Elementmethode modellieren,
verlieren, dann erhalten Sie den Ausnutzungsgrad, der ist praktisch schon 1, einfach aufgrund der Möglichkeit der Methode, möglichst lange und ungünstig innerhalb dieser schlechten Schicht zu verlaufen. Und der mathematische, dieses Abstiegsverfahren ist schon in der Lage, die Punkte so zu verschieben, dass sie tatsächlich innerhalb dieser Verschiebung liegen. Das ist also im Grunde kein Problem und man ist aber als Mensch besser geeignet, oft diesen Mechanismus selber zu finden, weil man ja direkt sieht, wo das Schmierschicht liegt und deswegen macht es Sinn, diese Elementierung zunächst selbst reinzulegen. So, und jetzt abschließend möchte ich noch kurz erwähnen, wie man mit der Standsicherheitsdefinition umgehen sollte. Sie können in dem Programm beliebig definieren, entweder Sie verwenden die Restkraft oder aber innere Sicherheit. Warum es unbedingt sinnvoll ist, die Sicherheit aus Kriterienreduktion zu verwenden, zeige ich Ihnen jetzt abschließend auf diesen Folien noch. Das ist hier eine konstruierte Böschung, bei der Sie einen Mechanismus drin haben, der hier gerade eine Ausnutzung von 1,01 hat, also in etwa 100%. Auslastung. Das heißt, die Verschiebungskraft, mit der Sie unten den Mechanismus halten müssen, ist in etwa 0. Hier steht 0,4, aber das ist für uns jetzt 0. So, und diese Böschung wollen wir jetzt konstruktiv sichern, indem wir einen Nagel einbauen, der minimal hinter diesem Knoten ragt. Der Nagel ist hier einen Zentimeter hinter dem Ende der Böschung. Und wir erhalten jetzt eine Sicherheit, die muss genau gleich sein wie vorher. Also minimal erhalten wir auch. Die Sicherheit nach Frenius ist 1,0. Und die Ausnutzung bezüglich der Nagelkräfte ist auch etwa 1. Die beiden Ergebnisse passen also gut zusammen. Nach diesen bauaufsichtlichen Zulassungen für Bodenvernagelung wird ja gern davon ausgegangen, dass wir die Verhältnis dieser möglichen notwendigen Nagelkräfte im Verhältnis sehen als Sicherheit. Und das würde hier gut passen. Nächstes Beispiel, ich verlängere den Nagel um einen weiteren Zentimeter. Er schaut also jetzt 2 Zentimeter hinterhalb dieses Mechanismus. Die Sicherheit muss auch noch gleich sein. Wir haben ja nichts geändert im Grunde. Stimmt bei dem Ergebnis nach Frenius. Dort erhalten wir nach wie vor die Sicherheit 1,0. Bei der Ausnutzung bezüglich der Nagelkraft, aber von Wert, der nur noch 60% Ausnutzung bedeutet, verkehrt. Und es wird immer schlimmer, jetzt haben wir 3 cm hinter der Ende dieses Körpers gelegt und wir erhalten schon nur noch 40% Ausnutzungsgrad, rechnerisch aus diesem Mechanismus, was natürlich völliger Unsinn ist. Das heißt also, diese Sicherheit bezüglich der Nagelkräfte macht dann und nur dann Sinn, wenn sie tatsächlich die Nägel des bestimmenden Elements sind, in der Sicherheit dieser Konstruktion. Das heißt also, wir brauchen, hier nochmal ein Beispiel, 10 cm der Nagel hinter der letzten Bruchkante, haben wir jetzt nur noch 10%ige Ausnutzung bezüglich der Nagelkräfte, aber bezüglich Frenius 90%. Also der Frenius-Wert ist immer in Ordnung, aber der Nagelausnutzungsgrad ist sinnlos. In diesem Beispiel hier erhalten Sie jetzt 0, weil der Nagel 250 raussteht und somit überhaupt keine Restkraft mehr notwendig ist, um den Mechanismus zu halten. Es lässt sich hier also gar keine Sicherheit mehr definieren. In so einer Situation, wo wir viele Nägel haben, die weit hinter dem Ende dieser Mechanismen aussieht, dann passt es wieder im Großen und Ganzen, weil wir gesagt, hier die Nägel des bestimmenden Elements sind in der Sicherheit dieser Konstruktion. Nur den Mechanismus, den wir hier sehen, der ist meistens nicht maßgebend, denn die maßgebenden Mechanismen fliegen sich in der Regel an der Hinterkante der Anker oder dieser Nagellängen an, sodass hier immer recht wenige Nägel wirken und die tatsächliche Sicherheit in der Regel über die innere Reibung und Kohäsion des Bodens abhängt. Deswegen würde ich Sie bitten, sinnvollerweise immer mit der Sicherheit nach Frenius zu rechnen, weil dieses Ergebnis durchaus richtig ist und das Verhältnis Nagelkräfte mögliche zu vorhandene ist in der Regel schwierig zu interpretieren. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen.